Ja, moin moin, hier ist der Sweet Checker und ich möchte euch gerne wieder heute eine Süßigkeit vorstellen, die ich vorher noch nie gegessen habe. Und zwar der Schokomonk. So, jetzt wahrscheinlich voll übersteuert das Mikro. So, Schokomonk, es verspricht hier in diesem Fall weiße Schokolade mit Blaubeeren. Und abgebildet sehe ich hier einen alten Mann, der die Augen zu hat und grinst. Der Schokoladenmönch. Wahrscheinlich ist das der Schokoladenmönch, der so grinst. Ich hab Finger im Popo, Lächeln dabei. Ja, 31% Schokolade verspricht jetzt hier. Weiße Schokolade, wohlgemerkt. Und Blaubeere. Das kommt übrigens aus Deutschland. Geschenk von Sina, meiner Frau. Mach ich mal auf. Ich hätte das öfter mal rumstehen sehen. So Bioläden und so, glaube ich. Oder keine Ahnung, wo ich das her habe. Nee, also, hat das schon ein paar Mal gesehen. Ziemlich coole. Oh, das ist schon ausgepackt. Hier steht was drin. Eine Geheimbotschaft. Hilfe! Rettet mich! Ich bin gefangen in dieser Schokoladenfabrik. Oh mein Gott, du musst sie retten. Na, reingelegt. So, willkommen in der Welt der Freude und Genusses. Jawoll! Ich habe 5 Euro gewonnen. Toll. So, dann kommt dann so eine Packung raus. Die gleich auch nochmal auspacken. Echt, wieso schmeiß ich das weg? Das wollt ihr doch nachher noch sehen. So, und dann rauskommt denn dieses Ding hier, so eine fette, geile, so ein Schokoriegel, so ein bisschen in Form eines Schokobars, so ein, wie heißt das Deutsch, keine Ahnung, und man sieht schon, dass so die Blaubeeren, die haben sich ganz schön so unten schon ab festgesetzt, ne, die kleinen Schlingel, und dann ist nämlich hier unten viel mehr, ne, also als hier oben, aber macht, glaube ich, auch nichts. So, das ist so ein richtiger Männerriegel, hält man so eine Hand, ne, ey, Tor! Da kauft man auch dran. So geil. Länger. Selten so eine leckere weiße Schokolade gegessen. Letzte echt ätzende weiße Schokolade war aus Thailand. Bäh. Die ist cool. Die ist geil. Die ist nicht so aufdringlich, die ist natürlich süß, sehr vanillig. Schöner Schmelz, wie ich finde. Ansonsten ist es beißig. Und jetzt kommen die ganzen Blaubeerstücke dazu. Die sind ein bisschen gummierig. Und die haben auch noch Geschmack. Riecht überhaupt nicht intensiv. So, und die gummierigen Dinger mit der Schokolade dazu, dann beißt du nochmal drauf rum. Das sieht nachher wie so ein Kaugummi. Nur für kurze Zeit natürlich. Und dann ist es weg. So. Kleinerer Biss. Kann ich meinen Vorredner nur bestätigen. Genau. Schokomonk. Also, gute Wahl. Hut ab. Besten Dank dafür. Und ja, wenn ihr sowas mal seht, probiert das mal aus und schreibt mir mal in den Kommentaren da unten, wie euch das so gefallen hat. Und natürlich könnt ihr auch immer alles Mögliche unten in meine Kommentare reinschreiben, auch wenn es euch nicht gefallen hat oder wenn eure Schuhe drücken oder keine Ahnung, der Popel ist heute besonders grün oder so. Egal, schreibt mir einfach, würde ich total toll finden. Daumen hoch ist auch wichtig dabei. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal, okay? Nächstes Mal, ne? Und tschüss.